Willkommen zurück zu Let's Read Narciso Teil 2 und es geht auch sofort weiter. Das ist anstrengender als ich gedacht habe. Wir folgten weiter dem Kletterpfad. Ein Stück laufen, ein bisschen ausruhen, ein Stück laufen, ein bisschen ausruhen. Immer das gleiche. Gelegentlich überholten uns andere, schnellere Bergsteiger, während wir langsam aufwärts gingen, zu dem hohen Ort, auf dem Himeko es abgezielt hatte. Nur waren wir um die 2 Stunden unterwegs und kurz davor, die 6. Station zu passieren. Alles okay? Nicht wirklich. Sie keuchte heftig, als ob es ihren Worten Nachdruck verleihen sollte. Auch wenn das Essen und die Getränke, die wir im Laden gekauft hatten, von mir getragen wurden. Sie war eine Bewohnerin des 7. Stocks. Egal wie gesund sie aussah, egal wie gut sie laufen konnte, das lag an ihrem Alter. Ihr Krankheitsverlauf war einfach noch im Frühstadium. Selbst ohne etwas zu tun, gab es keinen Zweifel daran, dass sie der greifbaren Nähe des Todes war. Warum ist das Gesicht? Wenn du etwas sagen willst, sag es gerade raus. Lass uns zurückgehen. Sag es überzeugender. Wenn es das ist, was du willst, befehl mir. Wir kehren um. Wir kehren um. Tja, dem kann ich wohl nicht Folge leisten. Danach lief sie weiter hinauf. Ich fragte mich, was ich jetzt tun sollte. Blieb mir nur übrig, hilflos dabei zuzusehen, unfähig, sie zurückzurufen? Dann werde ich dich schieben. Darum legte ich meine Hände auf ihren Rücken. Um nicht gegen den steilen Abhang zu verlieren, lass das Setsumi. Nope. Was wird das bringen, wenn es dir auch schlechter geht? Ich würde das nicht wollen. Dann lass uns zurückgehen. Diesen Dialog wiederholten wir wieder und wieder. Während Himeko langsam nach oben kletterte. Der Moment, vor dem ich mich am meisten fürchtete, war, wenn sie auf einmal nicht mehr weiterlaufen konnte. Was sollte ich dann tun? Oh, das hätten wir im letzten Part auch noch machen können. Tja, hätte man das gewusst. Das war Kapitel 17 Himmel. Weiter geht es direkt mit Kapitel 18 Aufopferung. Als der orangefarbene Tag völlig unbemerkt in das Lila der Nacht überging. Bis hier reicht es. Endlich blieb Himeko stehen. Vielleicht waren wir nur etwas über der 7. Station. Es war ein Ort mit vielen Felsplateaus und einer sehr weiten, wunderschönen Aussicht. Ein Blick auf meine Uhr verriet mir, dass es bereits 3 Uhr morgens war. Was bedeutete, dass wir fast einen ganzen Tag vorbeigegangen, war. Wie wegen der Uhrzeit und vielleicht dem gestrigen Wetter zu erwarten, waren keine anderen Bergsteiger in Sichtweite. Huch. Ich warte auf die Morgendämmerung und werde es hier dann sagen, sagte sie und begann langsam an den Rand der Felsplateaus zu laufen. Wenn man von der Felsklippe nach unten sah, war es dunkel und kaum etwas zu erkennen. Der Grund der Schlucht war weit genug entfernt, sodass man seine Höhe nicht einschätzen konnte. Zumindest würde man es nicht überleben, falls man sich hinunterstürzt, ohne Zweifel. Endlich kommen wir wieder in Fahrt, was? Es ist ziemlich hoch. Richtig,
ungefähr 100 Mal höher als der 7. Stock. Höhe ungefähr 3000 Meter. Und kein hoher Sicherheitszaun. Setsumi, falls du etwas fragen willst, ist jetzt der richtige Augenblick. Bei diesen Worten wirbelten mehrere Gedanken durch meinen Kopf. Doch obwohl mir eine Menge Fragen einfielen, aus irgendeinem Grund war es schwierig, jede einzelne in Worte zu fassen. Deswegen öffnete ich erst nach einigen Momenten meinen Mund. Erzähl mir mehr über dich. Das war ebenfalls die Frage, die aus all meinen Überlegungen entstand. Willst du etwas über mich wissen? Oder willst du etwas über jemanden in meiner Situation wissen? Über dich selbst. Ich bin eine der sehr vielen Christen auf dieser Welt. Nicht mehr und nicht weniger. Doch nun wollte sie sich bei Gott beschweren. Das war wahrscheinlich ein Versuch, eines der größten Tabus zu brechen. Dann von vorhin über Niklas, ein Junge aus Flandern. Müssen wir uns, egal was passiert, für einen dieser drei entscheiden? Ja, Menschen haben keine andere Wahl, sagte sie nachdrücklich. Der ging, Niklas, die so zurückgelassen wird, Aneka, die zwei, die niemals ihre Rollen tauschen können. Und welcher davon bist du dann? Ich bekam keine Antwort auf diese Frage. Stück für Stück erhellte sich der Himmel an diesem Ort. An diesem Ort, an dem es schien, als ob man den Himmel berühren könnte, ließ sie still ihren Kopf hängen. Gewiss war die schlafanzugtragende Himeko Niklas. War dann die jetzige Himeko vielleicht Aneka? Sich bei Gott zu beschweren, wenn Niklas das nicht erlaubt, war... Was? Erlaubt war? Also, wenn Niklas das nicht erlaubt war, dann war das nachvollziehbar. Nur, wer war ich dann? Zu welchem Zweck wurde ich hierher gebracht? Sieht aus, als wäre es soweit, sagte sie und sah zum Himmel hinauf. Setsumi, nimm das. Dann holte sie etwas aus ihrer Tasche und gab es mir. Ein Rosenkranz? Es macht mir nichts aus, wenn du ihn wegwirfst. Es ist nur, ich habe nicht mehr das Recht, ihn bei mir zu tragen, weißt du? Ich musste nicht fragen, was das zu bedeuten hatte. Jedoch, warum trug sie es bis jetzt bei sich, obwohl sie sagte, dass sie eine ehemalige war. Als ich darüber nachdachte, spürte ich tief in mir, dass sie das nicht wirklich tun wollte. Bist du dir sicher? Es bedeutet, dass wenn es ein Gebet gibt, es auch einen Fluch gibt. Ich will, dass du aufhörst. Darf ich das nicht sagen? Kommt auf den Grund an. Ein Grund, einen, um sie zurückzuholen. Selbst wenn sie es so wollte? Selbst wenn sie bereits eine Bewohnerin des 7. Stocks mit einer besiegelten Zukunft war? Wenn Menschen genauso wie das Recht zu leben, das Recht zu sterben gegeben wäre, wer hätte dann einen guten Grund, um das alles hier zu beenden? Und ich weiß nicht einmal, was richtig ist oder was Rücksicht sein soll. Aus irgendeinem Grund fing ich an zu weinen. Neben ihr und nicht in der Lage zu sein, irgendwas zu tun, irgendwas tun zu können, ließ mich begreifen, wie machtlos ich war. Es fing an, hell zu werden, in
als ich zum endlosen Himmel hinaufsah, überwältigte mich Traurigkeit. Egal wie sehr ich nachdachte, mir fiel kein anständiger Grund ein, um sie zurückzuholen. Falls sie es für sich selbst entschieden hatte, habe ich vielleicht auch kein Recht, sie daran zu hindern. Aber auch wenn es so wäre, auch wenn ich keinen Grund hatte, für den ich sie zurückholen sollte, weil ich auch traurig wäre. Nicht irgendein Fremder, sondern ich. Ich selbst wäre traurig. Denn das jetzige Ich wollte, dass sie aufhört. Selbst wenn es nur der egoistische Wunsch der Zurückbleibenden wäre. Selbst wenn ich meinen eigenen Schmerz ertragen könnte, den eines weiteren würde ich nicht aushalten. Denn ein trauriger Gehender bedeutete, dass die Verbliebenen am meisten zu leiden hatten. Zudem stand für mich eine Sache immer noch fest. Ich kann nicht Aneka sein. Mein Schluchzen wollte nicht aufhören. Mach nicht so ein Gesicht. Wenn du so ein Gesicht machst, bricht es mir doch auch das Herz. Wenn ich eine Heilige wäre, wenn meine Worte nicht nur zum Trost oder als Zauberspruch gedacht wären, sondern echte Magie, dann würde jetzt ein Wunder geschehen. Ich weinte. Tut mir leid, Onizan. Es wäre besser gewesen, wenn wir keine Freunde geworden wären. Während ich weiter weinte, stand das Mädchen vor mir. Traurig entschuldigte sie sich. Es gab auch dafür klare Regeln. Wenn du hergekommen bist, darfst du dich mit niemandem anfreunden, haben sie gesagt. Tut mir leid, hätte ich sie nur richtig befolgt. Würdest du jetzt nicht weinen? Und dann sah das Mädchen erneut zum Himmel hinauf und fing an zu beten. Unter diesem Hochsommerhimmel, der sich endlos in alle Richtungen erstreckte, schickte sie ein Gebet zu dem Gott, der wahrscheinlich dort draußen war. Bei diesem erdrückenden Anblick, das Mädchen mit dem Rosenkranz in der Hand, das dachte, dass ein simples Vaterunser ein Zauberspruch war. Dieser Anblick. Es reicht, du brauchst nicht mehr zu beten. Wieso? Mein Schluchzen wollte nicht aufhören. Weil es sinnlos ist, das zu tun. Schlussendlich sagte ich die Worte, die ich als Christin nie hätte sagen dürfen. Also, hör auf, du kannst nicht gerettet werden. Egal was du tust, du wirst sterben. Und dann, sogar als eine Betreuerin, sogar als Niklas beste Freundin Aneka, entschlüpften mir die Worte, die ich niemals hätte sagen dürfen. Ja, ich weiß. Dann, warum? Das ist es nicht. Auf mich kommt es nicht mehr an. Ich will nur, dass du nicht mehr weinen musst. Dass du schnell wieder lächelst, so wie du es immer getan hast. Das ist alles, wofür ich bete. Warum weinst du, Dummkopf? Weißt du das nicht? In solchen Momenten ist es erlaubt zu weinen. Himeko weinte. An diesem Ort, an dem es schien,
als ob er den Himmel berühren könnte, zeigte sie mir zum ersten Mal ihre Tränen. In so einem Moment, was sollte ich sagen? Was wäre Rücksicht? Weil ich es nicht wusste, war ihr sanft den Rücken zu streicheln, alles, was ich tun konnte. Nur damit ihr Weinen etwas früher aufhörte. Lass das! Mein Leben war nicht so erbärmlich, dass ich von einer Mittelstuflerin getröstet werden müsste. Keine Sorge, von der Krankheitsgeschichte aus gesehen bin ich älter als du. Himeko schluchzte. Was soll das? Du bist die Jüngere. Die blaue violette Dämmerung am Himmel nahm ein klares Weiß an und wurde dann zur Morgenröte. Der Wind begann durch das Tal zu wehen, begleitet von einem einsamen Heulen. Himeko weinte und der Wind im Tal tat es ihr gleich. Und wahrscheinlich weinte ich auch. Ich werde es lassen. Ich werde mich nicht beschweren, sagte sie, sah zum Himmel hinauf und legte ihre Hände zusammen. Dann gebe ich dir das zurück. Oh, stimmt. Ohne das wäre es nicht so effektiv, nicht wahr? Dann hing sie sich den Rosenkranz um den Hals und diesem hohen Ort aus, bot sie dem noch höheren Himmel ein Gebet dar. Hör gut zu, weil du anscheinend schwerhörig bist, bin ich dafür den ganzen Weg hierher gekommen. Es ist nicht mehr wichtig, was aus mir wird. Dennoch richte es wenigstens so ein, dass es niemanden gibt, der wegen mir für immer leiden muss. Und, auch wenn es nur ein bisschen eher ist, lass sie wieder auf die Beine kommen. Als ob sie mit sich selbst redete, murmelte Himeko gelassen. Es folgten noch einige weitere Worte, doch ich konnte nichts mehr verstehen. Vielleicht hatte sich Himeko mit Gott vertragen? Ihr Anblick sah wieder weder verzweifelt noch mitleidig aus. Er war stolz und konnte sogar wunderschön genannt werden. Von den beiden, von denen sie sagte, dass sie niemals die Rollen tauschen könnten, war das wahrscheinlich. Der Wunsch des Gehenden für die Zurückgelassenen. Das war alles. Dann wandte sie sich mir zu. Und, enttäuscht von diesem klischeehaften Wunsch? Überhaupt nicht. Ich schüttelte leicht meinen Kopf. Selbst wenn sie klischeehaft waren, wenn ich an Himekos Stelle wäre, hätte ich auf die gleiche Weise aufrichtig für die Verbleibenden gebetet. Satsumi, du bist die Zeugin. Bin ich? Ja, falls der Wunsch nicht erfüllt wird, beschwer dich dann das nächste Mal an meiner Stelle, okay? Bei Gott und so. War das der Grund, mich hierher mitzunehmen? Naja, zur Hälfte. Und die andere Hälfte ist bestimmt ein Geheimnis. Allerdings, sagte sie und dachte einen Augenblick lang nach. Es ist wie Magie. Magie? Ja, selbst wenn es jetzt nicht wirkt, sollte es auf jeden Fall später funktionieren. Wieder einmal machten wir uns unter dem Morgenhimmel auf den Weg. Als wir unser beim Supermarkt gekauftes Essen aßen, flüsterte Himeko.
Fürs Erste werde ich eine weitere zu den Regeln hinzufügen. Regeln? Ja. Dass es okay ist, sich Freunde zu machen. Dann nahm sie den Rosenkranz aus ihrer Tasche. Im Ernst, ich hätte dir diesen Rosenkranz gegeben. Aber er scheint, als würde ich ihn selbst noch brauchen. Sagte sie und legte es zitternd auf ihre Brust. Deswegen, Satsumi, werde ich dir etwas anderes als Geschenk geben. Etwas anderes? Ja, du darfst es dir aussuchen. Himeko saß am Lenkrad. Zwar nicht im Schlafanzug, doch es war die Himeko, die ich kannte. Was nun anders war als jemals zuvor, war der sichtbare Rosenkranz auf ihrer Brust. Hey, Satsumi, lass mich dir eins sagen. Von hier an, egal wen du aussuchst, wenn du ganz am Schluss angekommen bist, darfst du dich nicht selbst verlieren. Was meinst du damit? Belassen wir es erstmal dabei. Ich bin sicher, dass du okay sein wirst. Am Ende wirst du lächeln können. Wahrscheinlich war es das, was sie vorhin meinte. Die sogenannte Magie. Ja, das war anscheinend auch das vorletzte Kapitel des Spiels, denn ja, das letzte Kapitel namens Magie ist das 19. und anscheinend gibt es da nicht noch mehr hier in der Liste. Deswegen werde ich jetzt diesen Part beenden. Im nächsten Part werden wir vielleicht schon das Spiel beenden mit Kapitel 19 Magie. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann und tschüss.